Hallo Fotofreunde, wir sind heute auf der Fotokina am Stand von WhiteWall und neben mir steht Marieke Goethe. Herzlich willkommen, danke, dass wir hier sein dürfen. Hallo, ja, danke fürs Kommen. Als erstes mal die Frage, vielleicht kennen einige WhiteWall noch nicht. Was ist WhiteWall eigentlich genau? Also WhiteWall ist ein Online-Fotolabor, whitewall.com, wo jedermann seine Fotos einfach hochladen kann und dann veredeln. Wir haben über 1000 verschiedene Produktvarianten. Von der Acrylglaskaschierung über den Direktdruck auf Alu-Dibond bis hin zu auch Fotobüchern und seit neuestem Kalendern. Wir richten uns primär tatsächlich an wirklich ambitionierte Hobbyfotografen und Profifotografen. Das kommt einfach daher, dass wir ursprünglich das Labor waren, das für die Editionsgalerie Lumas exklusiv alles produziert haben. Also, das ist auch nach wie vor so. Ja. Aber gestartet sind wir 2003 mit der ersten Galerie. Gab dann recht schnell europaweit mehrere. Und was passiert ist, ist, dass viele Fotografen zu uns in die Galerien gekommen sind, gesagt haben, hier, ich habe auch ein tolles Bild, würde das gerne so als Acrylglaskaschierung veredeln lassen, kann ich euch meine Dateien schicken? Und dann haben wir einfach gedacht, wir haben ja die Möglichkeiten, wir haben das Labor, lass uns das öffnen, so ist WhiteWall entstanden, haben die Website aufgesetzt und jetzt für jedermann Galeriequalität zugänglich für das Eigenheim. Das hört sich gut an. Was unterscheidet euch denn eigentlich zu anderen Anbietern? Wo liegen eure Vorteile? Ja, ich denke, es ist wirklich klar der Fokus auf die Qualität. Da wir eben limitierte Fotokunst in den Galerien verkaufen, können wir uns da auch gar nicht leisten, irgendetwas zu produzieren, was nach ein paar Jahren von der Farbqualität oder von der Haltbarkeit nicht mehr dem entspricht, was man auch gekauft hat. Und was wir garantieren, ist wirklich, dass deine Fotos, wenn du sie hochlädst, die werden side by side produziert neben den Editionen für die Galerien. Das heißt, du bekommst wirklich die gleiche Qualität und das unterscheidet uns tatsächlich auch von anderen Anbietern. Schön. Es ist ja so in der heutigen Zeit, alles ist digital und natürlich bleiben auch viele Fotos digital. Es wird lange nicht mehr so viel gedruckt wie früher, aber was macht denn eigentlich so einen richtig schönen Druck aus? Und das ist ja schon nochmal was ganz anderes von der Haptik her, ne? Ja, absolut. Also unser Credo ist auch auf jeden Fall, lass deine Erinnerungen, deine tollsten Bilder nicht auf dem Smartphone, auf dem Computer, sondern mach was Tolles damit. Kreier deine eigene Fotokunst für zu Hause, zeig es und teil deine Erinnerungen. Und ich denke, das ist, geht ja auch jedem so, ne? Wenn man ein tolles Bild bei sich zu Hause hängen hat, man erinnert sich an den Moment. Ja. Und es ist doch tatsächlich was anderes, als wenn man einfach durchslidet oder sich das auf dem Computer anschaut. Wir können ja mal ganz kurz ein bisschen durch eure Produktpalette durchschauen, was sie denn so alles anbietet. Ja, sehr gerne. Also ich hoffe, ihr habt gleich noch einen Moment, euch wirklich den ganzen Stand anzuschauen. Ansonsten würde ich empfehlen, dass wir uns gleich mal hier rüber schwenken. Da haben wir ja unsere Bestseller-Produkte in einem und demselben Bild zu sehen, dass man wirklich sehen kann, wie sieht dasselbe Bild auf unterschiedlichen unterschiedlichen Veredelungsvarianten, unterschiedlicher Haptik aus. Ganz klar, unser Bestseller ist der echte Fotoabzug, kaschiert hinter Acrylglas. Okay. Haben wir verschiedene Varianten, glänzendes Acrylglas in 2, 4 und 6 mm. Dann haben wir eine matte Version, was sehr schön ist, wenn du jetzt ein sehr großes Bild hast und das zum Beispiel nahe von einem großen Fenster aufhängen willst oder wo sehr viel Licht reinkommt und du die Reflexionen vermeiden willst. Wir kaschieren auch seit neuestem das Kodak Metallic Papier hinter Acryl, was nochmal so ein ganz anderen metallischen Effekt gibt. Und ja, zu unserem Highlight der Fotokina würde ich vielleicht sonst im Anschluss kommen. Das ist nämlich auch noch mal eine neue Kaschierung. Das ist vor dem, wo wir hier stehen, der Ultra-HD-Abzug. Soll ich gleich loslegen? Gerne. Also Ultra-HD ist tatsächlich, kann man sagen, glaube ich, eine Revolution in Sachen Fotoabzüge und Ausbelichtung. Wie du wahrscheinlich schon gesehen hast, ist es knackscharf. Also die Details kommen wirklich super zur Geltung. Bei dem Bild ist es ganz toll zu sehen, die Maserung, die Buchrücken. Das liegt daran, dass wir eine komplett neue Technologie hier haben, bestehend aus einer Vorbereitung des Papiers, das speziell behandelt wird, also speziell klimatisiert, damit der Laserbelichter tatsächlich überall den gleichen Abstand hat, dass das Papier optimal plan ist.
Anschließend sind die einzelnen Schritte der Entwicklung, also die Ausbelichtung, die Entwicklung, die Trocknung perfekt aufeinander abgestimmt. Und zudem haben wir eine spezielle Software entwickelt, die vorgeschaltet wird und das Maximum an Bildschärfe und Farbbrillanz aus den Dateien rausholt. Und dann belichten wir mit der höchsten Auflösung, möglichen Auflösung. Und dann kommt einfach wirklich dieses tolle Ergebnis raus. Und ich glaube, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass es ein bisschen Next-Level-Fotografie ist. Ja, vielleicht haben wir gleich noch eine Möglichkeit, uns die Bilder ein bisschen anzusehen, die auch das toll rüberbringen. Und ja, wir bieten diesen Abzug einfach als reinen Abzug an, Papierform oder eben auch kaschiert, so wie du das hier siehst, hinter Acrylglas. Ja, dann kann man noch wahlweise unser über 80 Rahmen dazu bestellen und ja, fertig kommt, ist das wirklich tolle Kunstwerk, was wir hier sehen. Wenn wir jetzt schon dabei sind, Schärfe, Farbwiedergabe und so weiter, worauf muss man denn eigentlich genau achten, wenn man seine Dateien vorbereitet für den Druck, wenn man sie euch dann rüberschickt? Also generell gilt natürlich immer die höchste Einstellung wählen, also höchste Auflösung möglich. Es ist auch heutzutage echt toll, was man alles vom Smartphone entwickeln lassen kann. Da natürlich auch drauf achten. Ansonsten gibt es eigentlich keine besonderen Dinge, die wir jetzt erwähnen sollten. Also es kann eine JPEG-Datei sein, TIFF, was eben da ist. Jetzt gehen wir noch den Schritt weiter, wenn es dann an den Versand geht. Wie stellt ihr sicher, dass auch solche großen Bilder, wenn man jetzt hier gerade mal im Hintergrund guckt, das ist ja schon, ich würde jetzt mal schätzen, ja, bestimmt 1,40 hoch und 80 cm breit ungefähr. Wie stellt ihr sicher, dass solche Bilder dann auch wirklich komplett ohne Makel beim Kunden ankommen? Ja, ist eine gute Frage, gerade weil wir noch viel größer produzieren können. Also wir können bis knapp 3x2 Meter produzieren, auch mit Rahmen. Das sind dann schon immer ordentliche Produkte. Und wir versenden weltweit, hier um die Ecke aus Frechen, also bei Köln. Und ja, das kommt auch wieder von unserem Hintergrund, dass wir eben von dem Galeriehintergrund kommen, Kunstwerke produzieren und haben dann speziell zugeschnittene Verpackungen. In der Form, bei sowas wäre das eine Holzverpackung, bei etwas kleinerem ist es Pappe, was auch umwickelt wird mit Plastik, das kennt man so vom Flughafen. Ja. Bei den Koffern, dass kein Verrutschen ist und wirklich garantiert wird, dass das Produkt auch in einem Stück ankommt. Das ist uns natürlich total wichtig. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass es alles Kunstwerke sind, die wir versenden, das garantieren wir für die eigenen Werke auch. Und bei uns kann man im zentimetergenauen Wunschformat bestellen. Das ist auch ein Grund, warum tatsächlich eben auch die Verpackung zentimetergenau für jede Bestellung kreiert wird. Also es sind keine Standardgrößen, sondern ja, entsprechend der Bestellung. Das klingt sehr super. Können wir jetzt zum Abschluss noch irgendein Special Deal raushauen für unsere Zuschauer? Die haben ja jetzt hier zugeguckt. Kann man da irgendwas machen bei euch? Ich denke ja. ja, also wir können euren Zuschauern gerne einen 20% Gutschein anbieten für Neukunden zum Ausprobieren, gucken. Versucht es einfach mal mit dem Ultra HD, versucht es vielleicht mit Direktdruck, was euch Spaß macht, möchten wir euch gerne anbieten. Super, diesen Bestellcode oder beziehungsweise diesen Gutscheincode blende ich jetzt auch nochmal im Video ein oder unten in der Videobeschreibung. Danke, dass wir hier sein durften, danke für die vielen Informationen. Ja, gerne. Und ja, wir hoffen, dass es mit euch weitergeht und in 2 Jahren sehen wir uns wieder auf der Fotokina. Genau, vielen Dank fürs Kommen, hat Spaß gemacht. Danke.